Genervt von der ewigen Parkplatzsuche? Gestresst vom täglichen Stau? Verärgert über den verpatzten Urlaub? Frustriert über lange Wege zur nächsten Haltestelle? Wie das auch anders geht, zeigen 4 Regionen in Österreich. Sie stehen im Fokus von Ultimob, dem Leitprojekt für innovative Personenmobilität. Ihr gemeinsames Ziel ist es, die Mobilität im Alltag, beim Pendeln und im Tourismus zu verbessern. Angelika lebt und wohnt im Dulnerfeld. Sie schätzt die ländliche Umgebung und die Nähe zu St. Pölten und Wien. Was sie seit kurzem ganz besonders freut, ist der neue E-Shuttle. Ohne eigenem Auto geht's gemütlich direkt von Zaus zum Bahnhof. Da bleibt selbst beim Pendeln Zeit für einen Chat mit der Familie. Mit überraschenden Neuigkeiten. Ihre Eltern sind gerade im Ötztal auf Urlaub. Nach einer ruhigen und kurzen Fahrt steigt sie am Bahnhof Dulnerfeld um. Weiter geht's mit dem Railchat. Mit dem Lesen von E-Mails und einem guten Kaffee startet sie dort dann ihren Arbeitstag. Simon hat sich für eine Wohnung in Feldkirchen bei Graz entschieden. Er liebt das nahe steirische Hügelland. Heute steht eine Premiere ins Haus. Nachdem er sich gestern wieder mal über den Stau geärgert hat, testet er die smarte Haltestelle. Nach einem süßen Frühstück steigt er um 8 Uhr auf sein Radl, fährt zur neuen smarten Haltestelle und steigt dort in den Bus um. So bleibt ihm Zeit für seine Familie. Seine erste Nachricht ist ein Foto von der neuen Videowall, die im Stau stehende AutopendlerInnen einen Umstieg schmackhaft macht. Genauso entspannt wie zur Arbeit fährt er wieder retour. Am Heimweg schmiedet er Pläne fürs Wochenende. Der Sharing Point vor seiner Wohnung bringt ihn auf eine Idee. Eine Radeltour mit dem E-Bike. Luise und Helmut mögen's abwechslungsreich, aber auch entspannt. Auf wie auf die Berg, eine ins Vergnügen, ab in die Natur und dann relaxen im Hotel. Ein Urlaub im Ötztal ist genau das Richtige für sie. Entspannt ist auch die Fahrt von der Area 47 zurück nach Sölden. Mit der lokalen App, auf der Einheimische viele Fahrgemeinschaften anbieten, haben sie eine Mitfahrt mit einer Mitarbeiterin vom Freizeitpark gebucht. Begeistert erzählen sie ihr, wie einfach der Urlaub im Ötztal ohne eigenes Auto funktioniert. Am Mobilitätsknoten steigen Luise und Helmut dann wieder auf ihre E-Bikes um, die in den Rad- und Gepäckboxen sicher verwahrt waren. Da entdecken sie dann noch eine Werbung für das neue, fahrtensparende Gepäckservice. Das war doch etwas für den Winterurlaub von ihrem Sohn Simon. Die Nachricht, die ist schon unterwegs. Lisa und Jonas, ein Pärchen aus Leogang, freuen sich schon auf das Sommernachtfest in Zell am See. Die Anfahrt ist per Shuttle-App schnell organisiert. Den Mikro-ÖV-Shuttle nutzen immer mehr Menschen, wie sie gleich beim Einsteigen bemerken. Mit dabei ist eine befreundete Familie. Die erzählt, dass sie den Shuttle für den Schulweg zum Pendeln nutzen. Dass das Klimaticket Salzburg im Leugam-Shuttle anerkannt wird, macht vieles einfacher. Auch im Tourismus ist der Shuttle perfekt, wie sie von einem Pärchen da fragen, das gerade in Salzburg auf Urlaub ist. Möglich worden ist es durch ein Planungstool, das die integrative Planung von ÖV und Mikro-ÖV unterstützt. So können neue, flexible Anschlüsse an das bestehende Liniennetz geschaffen werden. In Zell am See ankommen, stellen Lisa und Jonas noch schnell ein Selfie in den Familienchat. Die Mobilität von morgen hat schon begonnen. Im Projekt Ultimob werden intelligente Lösungen für den Alltag, das Pendeln und den Tourismus getestet und auf Österreich ausgerollt. Sie möchten auch ein Mobilitätsprojekt umsetzen oder verbessern? Dann nutzen Sie das Innovationsbarrieren-Tool. Barrieren, Chancen und Risiken werden identifiziert und Lösungen aufgezeigt.